Guten Morgen! Heute gibt es wieder eine Folge des Gartentagebuchs und was sich Neues bei mir getan hat und warum ich Post vom Gartenvorstand bekommen habe. Ich wünsche euch viel Freude dabei. So, und jetzt ist die Ernte des grünen Spargel. Grüner Spargel. Der erste grüne Spargel der Saison. Ein Traum. Und natürlich Rohkost. Das kannst du mit weißen Spargel nicht machen. Grüner Spargel. So, hier große Ernte, das ist alles Postelein. Das hier ist ein ganzer Korb voll Postelein. Riesenkorb voll. Und den werde ich jetzt putzen und dann werde ich mir wahrscheinlich so Shots machen, also alles entsaften und diesen Saft dann einfrieren in solche kleinen verschiedenen Förmchen und dann halt Grünsaft zu produzieren. Guck mal, hier alles Postelein. Alles voll. So geil. Ich liebe Postelein. So, und das ist dann die Ernte, geputzt, der Postelein hier. Das ist richtig, richtig mega, mega viel. Das ist das, was übrig geblieben ist. Und das war, wo alles drin war. So, jetzt werde ich mir Saft pressen. So, und jetzt werde ich meinen Mais sozusagen anfangen zu setzen, oder wie man das immer ausdrückt. Ich habe hier einfach Kokostops und hier habe ich Mais, den habe ich 3 Tage im Wasser einweichen lassen. Das ist ein bisschen viel, aber es sollten eigentlich nur ein paar Stunden werden, aber dann habe ich es vergessen. Wie dem auch sei, Expertentipp, 3 Tage einweichen. Genau, und dann nehme ich hier die Kokostops, mache ein Loch rein. Mit einer Hand ist hier durch jetzt ein bisschen schwerer. Und dann stecke ich diesen, hier war's, stecke ich dieses Maiskorn rein, idealerweise wahrscheinlich mit einem Keim nach oben. Und dann mache ich das wieder zu. Mit einer Hand ist es jetzt nicht, also mit 2 Händen habe ich es geschickt reingekriegt, Beweis, die beiden Reihen sind schon zu. Also genau, dann mache ich rein und jetzt mache ich den alle 28 hier voll oder vielleicht auch 29 mit dem hier. Und dann habe ich sozusagen meinen Mais, dann bin ich gespannt, ob der sozusagen dann wirklich keimt und ob da dann die Pflanze rauskommt. Und dann würde ich ihn dann auch irgendwann in den Garten setzen. So, heute ist mein Projekt, dieses Zaunsfeld zu erneuern. Das Gute ist, das ist ein Außenzaun und das gilt dann gleichzeitig als Aufbaustunden. Wenn man so einen kleinen Schrebergarten hat wie ich, dann muss man immer Aufbaustunden machen. Das sind 4 Stunden im Jahr, wo man quasi dem Gartenverein seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Da dies, also dieser mein Zaun, aber ein Außenzaun ist, mache ich einfach den Zaun und das sind dann sozusagen 4 Stunden Arbeitszeit. Schön halt komplett neu machen, das heißt, habe nur die Latten und baue halt so einen Zaun und da gehen dann 4 Stunden drauf und dann ja, sind das heute meine Aufbaustunden. So, und das nächste ist mal Rasenmähen. Einmal hier und einmal hier drüben. So, ich habe einen Brief vom Gartenvorstand bekommen, in dem steht, es ist keine Pflege erkennbar in meinem Garten. Aber sowas muss man halt im kleinen Gartenverein abkönnen. Das heißt, am Mittwoch kommt die Kommission, die sich den Garten anguckt. Und ihr seht, ist das ja alles so wild. So, und so sah das jetzt auch hier vorne aus. Also gucken, was ich gemacht habe. Ich habe hier einfach das ganze schöne Grün, inklusive der Blumen und der Tulpen, abgemäht. So, und damit ist eine Pflege erkennbar. Und damit sind wir alle ganz glücklich im Gartenverein, weil eine Pflege erkennbar ist. Und nicht, weil schöne Blumen wachsen oder weil irgendwie ein schönes, saftiges Grün. Nein, eine Pflege ist erkennbar. Und nun ist eine Pflege erkennbar. Und das ist auch meine Version zu machen. Und dann habe ich hier noch eine fleißige Biene, das ist die Hanna. Und die macht das Unkraut hier alles einzeln raus und lässt die Blumen einzeln stehen. Und ist wirklich sehr, sehr fleißig und hilft mir. Aber rein zeitlich würde ich sagen, bin ich etwas effektiver. Aber sie ist natürlich. Ja. So hat der Gartenverein einmal die effektivere Variante und Dings und eine Pflege ist dann wirklich erkennbar und ich bin dann wieder schön raus bis zum nächsten Jahr, wenn dann wieder die Kommission kommt und es ist, ja, das ist der Kleingartenverein, das muss man halt damit inkludieren. So, und hier, da habe ich jetzt mal die Zwiebeln, die zu Hause sozusagen gesprießt haben, einfach mal in die Erde reingesetzt. Mal sehen, ob die im Garten weiter sprießen. Weil so würde ich es jetzt nicht mehr essen und vielleicht entwickelt sich ja irgendwas draus. Einfach mal reingesteckt, das was ich zu Hause weggeschmissen hätte. So, hier seht ihr den Mais. Der ist also recht gut gekeimt. Ein paar sind auch schon gleich wieder eingegangen. Ja, und jetzt ist an der Zeit, dass ich sozusagen, ich habe 2 davon. Jetzt ist Anfang Mai und ich versuche den jetzt schon rauszustellen, in der Hoffnung, dass kein Frost mehr kommt. Und ja, und dann werden wir sehen, was passiert mit dem Mais. Ja, so ist das und einige von euch haben das ja schon kommen sehen. Aber da muss ich nun durch, genauso wie ich akzeptieren muss, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo das Fleischessen einfach zum Alltag gehört,
muss ich, wenn ich in einem Kleingartenverein einen Pachtvertrag unterschreibe, dann auch einsehen, dass man sich an gewisse Regeln zu halten hat und mich nicht unnötig aufregen. Ist es nicht schön, aber nun ja. Es ist wie es ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin gespannt, ob ihr zum Thema Gartenverein, Gartenvorstand und es ist keine Pflege erkennbar aus eurem reichhaltigen Erfahrungsschatz, was zum Besten zu geben habt. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian.